Okay, Leute, es geht weiter. Und sehen uns mal an, was jetzt kommt. Beende die Vorbereitung und mach dich auf den Weg. Ich habe das jetzt an den Headset was gemacht. Und die neuen Welt ist an Wellenberg aufgetroffen und besiege ihn. Glückstag, okay. Ich habe jetzt ein bisschen an meinem Doppelt-Headset modifiziert und das jetzt besser gemacht. Neverland, das Niemandsland. Ich wollte schon sagen, das Niemandsland. Das ist also Nimmerland. Wie heißt nochmal der Herzlöwe, nach dem ich suche? Wellenberg? Eisberg? Nein, er muss irgendwo hier sein. Okay. Keine Schatztruhen. Und keine Unterkundungstour hier. Ach ja. Wir sind ja zwei Gestalten kennen, die wir schon lange kennen. Schnell, lass mich, häng dich rein. Ei, ei, Captain Hook. Diesmal liegen wir richtig. Der Schatz muss hier sein. Wäre eine nette Abwechslung nach all den Fehlschlägen, was, Captain? Wenn wir genauso viel Glück wie beim Finden der Schatzkarten haben, sind wir bald reich. Hehehe, irgendjemand wird sich gewaltig ärgern, sie verloren zu haben. Schatzkarten? One Piece? Nein! Genug geredet, Tasmi. Bewegt die Schaufel. Ei, ei, Captain. Captain, Captain, ich bin auf etwas gestoßen. Oh. Haha, lasst sehen, was für einen Schatz wir gefunden haben. Der sieht so auf Drogen aus, dieses Mii. Verdammt, wieder eine Niete. Beruhigen Sie sich, Captain. Wir haben immer noch einen Haufen und andere Karten. Verflucht, wenn ihr den richtigen Schatz nicht bald finden, schnappt ihn uns noch jemand weg. Super Goku und so. Das Gold gehört mir. Niemand darf es haben. Niemand. Captain? So eine dunkle Aura um sich. Ach, noch mehr Herzlose. Lauf's, Mii! Lauf! Ei, ei, Captain! Der Mii läuft richtig witzig. Gut, jetzt kann ich die Herzlosen erledigen. Wieso willst du die Herzlosen erledigen? Suche eher der türkise Mara irgendwas. Ach ja, die können mit Aero hier rumfunken. Fickt euch doch. Ich wusste gar nicht, dass ich in dieses Gebüsch reingehen kann. So, weg mit euch. Lauter Müll, warum sind die Herzlosen einfach so aufgetaucht? War dieser Schatz eine Falle oder sind sie aus einem anderen Grund aufgetaucht? Irgendwas an dem Kerl schien etwas merkwürdig. Hm, ist das hier Schiff? Nein, das liegt einfach nur so rum. Bis jetzt können Besitzer, nein, Rockstars, nein. Windsplitter halten. Geil. Und dann einer hat ein Abzeichen, das einfach so rumliegt. Gut, gut. So will ich das haben. Ach ja, gleich können wir lernen wir eine Person kennen. Naseweiß? Ja. Setzen Sie eine Kurs, Smee. Wohin, Captain? Dahin, wo nach der nächsten Karte ein Schatz vergraben sein soll. Ich gebe nicht auf, bevor ich Gold gefunden habe. Du wirst mir den Schatz finden und wenn du jeden Quadratzentimeter dieser Insel umgraben musst,
Das ist nicht fair. Warum muss der Fettsack eigentlich arbeiten? Kann ich dir helfen? Du willst, dass ich zu dem Schiff gehe? Aber wie? Es ist zu weit entfernt. Ich kann mir schließlich nicht einfach Flügel wachsen lassen und nur rüberfliegen. Jetzt erlernt ihr die Ability fliegen. Oder eher gleiten. Jetzt kannst du gleiten. Was ist das? Es leuchtet. Mit dieser Fähigkeit kann man eigentlich jetzt alle Schatzungen holen, die man bisher nicht holen konnte. Du willst, dass ich springe? Warte. Willst du damit sagen, dass ich fliegen kann? Ja. Also gut, okay, ich glaube dir. Schweben. Ich hab's geschafft. Ich kann fliegen. Hey. Aber liegt es an deinem Zeug, das du auf mich gestreut hast? Bisschen. Auf Wiedersehen. Okay, was ist jetzt? Soll ich zum Schiff? Oder meine Mission erledigen? Nein, ich bin hier, um den Wendberg zu erledigen. Tut mir ja leid, sie im Stich zu lassen, aber ich darf nicht riskieren, gesehen zu werden. Die Mission hat Vorrang. Okay. Ja, jetzt kannst du gleiten. Zum Schweben drücke beim Schrank Y. Ich muss jetzt wieder dran gewinnen, zu gleiten. Das war das Beschissene bei dieser Welt. Man muss jetzt alle Schatztruhen untersuchen. Bis man... also den Wellenberg gefunden hat. Ich weiß auch, wo der ist. Der ist auf dem Berg da oben vorne vor mir, glaube ich. Ach, das war das Beschissene bei dem hier. Okay, komm. So. Das war das Beschissene. Ich muss jetzt wieder dran gewöhnen, mit der Steuerung zu klar zu kommen. Hat mich gerade ver... Achso, das halt jetzt nach und nach, oder wie? Ja, nach und nach. Kommt jetzt der Wellenberg? Sag ich ja, dass er auf diesem Berg war. Yeah.
Mann, oh Mann. Leck mich doch. Okay, erstmal euch erledigen. Ihr macht mir zu große Probleme, wenn ihr neben dem Boss auch noch seid. Ich muss wieder mit der Steuerung klarkommen. Ich mag die Welt allgemein nicht, nur wegen diesem Flugsystem. Was greifst du mich eigentlich an, Boss? Hab dich bisher nicht mal angegriffen. Wie du willst. Dieses Limitbrecher, glaube ich, vorher einsetzen sollen. Komm, ich hab den. Ja, wenn ich jetzt mal versage, das ist erbärmlich. So, hast jetzt eine Mission erledigt und hast einen Donnersplitter. Wir können jetzt auch... Könnt ihr irgendwie noch weiter hingehen? Nein. Okay, wir können jetzt noch weiter untersuchen, aber ich sehe keinen Sinn drin. Man kann nur kämpfen. Wenn ihr wisst, wenn ihr sehen wollt. Ach, wenn ihr schon dabei seid, könnt ihr schon gleich alles erledigen. Oder? Aber allgemein habe ich keinen Bock jetzt. Ach, keinen Bock. Tut mir leid, Leute, ich habe echt keinen Bock jetzt, das zu machen. Es hat halt keinen Sinn. Und die ganzen Items, die da drin sind, sind sinnlos. Die habt ihr schon alle. Ja. Hm, sie ist ganz alleine zum Schiff. Ich hoffe, es geht ihr gut. Vielleicht hätte ich sie begleiten sollen. Sex würde es nicht gefallen, wenn ich etwas verwickelt würde, was nichts mit der Mission zu tun hat. Aber ohne sie hätte ich das Ziel nie gefunden. Warum sie wohl mich ausgewählt hat? Naja, jetzt kannst du fliegen. Als hätte sie gewusst, dass ich hier glauben würde, dass sie fliegen könnte. Komisch, fühlt sich an, als hätte ich das schon gemacht. Schon mal getan. Aber jetzt geh nach Hause, Mann. Geh nach Hause. Traum. Arbeit erledigt. Yep. Axel, das wirst du nicht glauben. Ich bin heute geflogen. Hm? Geflogen? Ja, wie ein Vogel. Naja, so eine Art. Ich schwöre, ist schwer zu erklären. Ich kann es mir vorstellen. Das kann man gar nicht beschreiben. Ich habe mich darauf gefreut, es dir und Shion zu erzählen. Okay. Zu fliegen fühlt sich so vertraut an, als hätte ich das schon mal getan. Komisch, oder?
Freilich nicht. Ich wünschte, Shion würde aufwachen, damit ich es ihr alles erzählen kann. Oh. Und wir haben ein Level Up. Okay. Tag 193. Erinnerungen. Sora. Diese Szene kennt jeder. Hey! Die Kindermats gezockt haben. Shion, guten Morgen. Morgen. Du hast mich erschreckt. Entschuldigung. Hä? Du hast mir Muscheln mitgebracht? Kannst du es hören? Ja, der Klang der Wellen. Wie lange habe ich geschlafen? Ungefähr 20 Tage. Hä? So lange? Ja, Axel und ich haben uns schon Sorgen gemacht. Ich fühle mich nicht gut. Seltsam, dass wir überhaupt etwas fühlen können, oder? So ganz ohne Herzen. Ja. Hey, hast du keine Arbeit? Oh, ich spreche bald auf. Kann ich mitkommen? Aber brauchst du nicht noch eine etwas Ruhe? Nach 3 Wochen Schlaf? Ich komm schon klar. Komm schon, nimm mich mit. Okay, geht klar. Da sieht man's wieder. Zeigt sieht sie ganz anders als Roxas. Sian, es lebt. Du kannst es einfach nicht lassen, oder? Zeig's, ich will heute mit Roxas auf seine Mission. Du gehörst in dein Zimmer. Oh. Oh, hey Shion, wird auch mal Zeit, dass du aus dem Bett kommst. Morgen, Axel. Roxas und Axel gehen heute wie geplant zusammen auf Mission. Shion, du kannst nicht mit. Färch mich hier nicht ein. Ich brauche Übung. Ich passe auf sie auf. Ich werde sie nicht aus den Augen lassen. Ach, die Mission Twilight Town ist das die, oder? Okay, gehen. Wenn du möchtest. Wenn du möchtest. Okay. Und wir sehen uns das nächste Mal.